Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Ferret Business. Wir bauen mal eben ganz kurz einen Alchemie-Katalyst für Botania. Und zwar, um an Leder ranzukommen. Ich will nämlich heute mal die Pyramiden erkunden. Dafür brauchen wir Leder und Leder bekommen wir am besten durch den lustigen Katalyst. Und zwar so viel wie geht. Wow. Nice. Sehr, sehr nice. Die Endoflames soll wieder ein bisschen bepowern bei Gelegenheit. Aber erstmal wollen wir nun hier fein uns unsere Bags machen. Ich würde die gerne färben. Haben wir etwas derartiges da? Blümchen. Was Rotes, was Gelbes. Muss reichen. So. Einmal was Rotes. Was Gelbes. So. Wisst ihr Bescheid? Okay, dann tun wir den Rest mal wieder weg hier. Zack, zack. Das kann alles weg. Das ist Junk. Das kommt hier hin. Ja. Okay, dann können wir das mal auf den Weg machen. Ich brauche noch vielleicht ein bisschen mehr zu essen. Habe ich hier nicht noch irgendwo Essen gehabt? Ja, genau. Einmal dich. Ich kann nicht mitnehmen und ansonsten, ups. Einmal kurze Fleisch durchbraten. Alle, hopp. So ein bisschen zumindest. Muss reichen, okay. Dann ab in die Wisp-Form und los geht's. Ich habe nämlich schon mal zwischen dieser letzten Folge den Dungeon leer geräumt, den in der Wüste da, aber da war jetzt nichts Spezielles mehr drin. Das war, naja, nicht wirklich so toll. Jetzt will ich mal in die Pyramide reingucken. Mal gucken, was es da Feines gibt. Zumindest die erste der vielen Pyramiden, die wir hier haben, ey. Ja, wir haben viele Pyramiden. Also zumindest die Roguelike-Dungeon. Pyramiden. Bin sehr gespannt, was wir da drin finden werden. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was darin eigentlich war. Ich glaube, es ging in den Keller da oder so. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es ist ewig her. Gibt es den Eingang? Oder müssen wir uns einen Eingang schlagen? Hier ist der Eingang. Neben dieser wunderschönen Ölfontäne. Mumien und Mimikry. Sehr schön. Und ganz viel Spawner. Wow. Okay, ganz ruhig, Leute. Oh, da spawnt aber eine ganze Menge. Die schreien auch gleich so rum. Wow. Okay, ganz ruhig. Nicht mal 5 Meter weit, ist ja schlimm. Lass das. Ach, komm schon. Nein. Verdammt. Ist hier noch so ein Spawner? Das ist ein Spawner. Jetzt reicht's. Stop it. Aus, Pfui, Sitzplatz. Okay, jetzt aber. Okay. So. Licht machen nicht vergessen. Garantiert noch Spawner in der Wand. Oder? Oder auch nicht. Gar nicht? Oh. Gut. Dann nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht. Hier sowas vielleicht? Nee, da ist gar nicht so viel drin. Bloß ein bisschen Terra. Chest. Mimikry Chest. Ich nehme das mit auf jeden Fall. Ach komm, wir nehmen die Ärzte mit. Was soll's? Was soll's? Hier, los. Nach, komm! Wie nervig. Huch. Ist auf jeden Fall irgendwo ein Spawner von denen. Fragt sich wo. Und ein Skelly-Spawner. Der nervt. Wo ist der denn? Schnauze, Flugzeug. Da ist einer.
Meine Güte. Was ein nerviges Volk. Wow. So viele. Ah. Stop. Okay. Ganz ruhig. Alles wird gut. Hey, pass auf, der Bogen ist unfair. Da ist einer. Ich muss erst weg. Och. Pow! Der hat mir ordentlich Schaden gemacht. Das ist nicht nett. Au. Oh. Alles wird gut. Alles wird gut. Kurz ein bisschen heilen hier und schon mal vielleicht sortieren. Hier Monster Drops oder so. Ach Gottchen. Passt schon. Ha, es gibt eine Menge. Eine Menge Gedönse. So, die können klettern. Das, noch mehr Spawner, Alter. Weg. Ausleuchten. Huch. Ausleuchten nicht vergessen. Und dann einmal ganz kurz durchlooten. Erst ausleuchten. So. Langsam wird's. Hier noch. Okay, okay. Geht auch eine Menge XP immerhin. Das ist doch auch was Feines. Mimikry. Echte Kiste. Jetzt mal drin. Fangen wir hier rechts an. Ja. Mimikry. Echte Kiste. Enderperlen. Yeah. Gut, dann dumpen wir erstmal alles hier rein. Außer das. So. Freunde des guten Geschmacks. So, Mimikry. Mimikry. Und Kiste. Enderperlen. Die brauchen wir unbedingt. Es wird sich lohnen, Freunde. Es wird sich lohnen. Aber sowas von. Nehmen wir alles mit. Dankeschön, Mimikry. Und hier, Mimikry. Okay, alles echt. Oh, nice. Mimikry. So. Das könnten wir eigentlich wegräumen. Oh nein, andersrum. Okay. Können wir hier ein bisschen aufräumen? Dankeschön. Dann eben so, außer das. Und das kann da mit rein. Das, ach nein. Boom. Ab nach oben mit uns, oder? Können wir nochmal nach hier gucken? Ich brauche die Enderperlen. Analysis haben wir auf jeden Fall inzwischen so viel. Das ist der Wahnsinn, ehrlich. Schnauze. Okay. Enderperlen, ja! Stirb. Double Chest. Auch gut. Und zack. So. Dann gehen wir nochmal nach oben und gucken, wie es da weitergeht. Wo jetzt? Wo war oben? Hier ist oben. Okay. Ich glaub, mir gehen langsam die Fackeln aus. Zah. Okay, schon mal hier haben wir eine Menge Kisten und welche, die es gerne sein würden. Oh, nice. Dark Steel. Mhm, mhm. Cloaking? Die Floppy Disk bleibt hier. Die brauchen wir nicht. Stopp. So.
So viel Kisten, das macht Spaß. So, okay. Du nicht. Du nicht. Hallo? Du. Okay. Mimikry. Noch eine Mimikry. Die ist echt. Oh, nice. Noch mehr Divination Sigils. Okay, unsere Enderperlen haben wir auf jeden Fall schon mal gut. Das ist perfekt. Das werden wir einmal schnabulieren. Okay. Okay. Rein, rein, rein. Ganz viel. Ups. Entschuldigung. Lassen Sie mich mal durch. Okay. Oh, nice. Noch mehr Shit. Yeah. Okay, war ich schon hier? Habe ich die Kiste schon geguckt? Nein. Dann wird es Zeit. Hier war ich aber durch. Hier auch. Ja, genau. Okay, gehen wir mal nach hier. Mehr Skelette. Ja. Von oben. Gut. Okay. Das darf hier bleiben. Das auch. Na gut, wieder hier sortieren. Alter Schwede, es ist echt eine Menge, Menge, Menge. Okay. Wow! Das war unfair. Auf Skelette aufpassen. Müssen wir hier rüber gehen. Und erstmal regenerieren. Okidoki, und aufräumen, nicht vergessen. So. Und das noch. Ich würde dann, glaube ich, direkt mal hochgehen wollen. Schnauze. Ups. Spawner. Weg damit. Ach Gott. Aha. Okay. Mimikry. Zwei Stück sogar. Au. Chill doch mal. Kleinen miesen Mistviecher. So, es wird immer kleiner hier auf jeden Fall. Das macht Sinn bei einer Pyramide. Definitiv. Zwei Mimikrys. Ach Gott. Okay. Okay. Gut. Ich hoffe, der Loot wird besser. Leider nicht echt, okay. So, next stage. Gibt es eigentlich einen Endboss? Weiß es gar nicht. Wir werden es erfahren. So, wir sind an der Spitze angekommen. Wir sind in der Spitze, okay. Das war's? Das können wir gar nicht vorstellen. Wirklich? Das ist ja öde. Kein Endboss, kein Extra-Loot, kein gar nichts. Wie öde. Tatsache. Hier ist zu Ende. Und hier ist die Mitte. Ja, gut, dann wow. Das war mal gar nicht spannend. Weil dafür haben wir echt 3 Milliarden Sachen daraus gekriegt. Also zumindest ein Monster-Loot und Shit. Nicht schlecht. Gut, ab nach Haus. Schade, das war, ja, öde. Leider. Da ist der... Gibt's ja eigentlich, Moment,
Es gibt den, das war Light Forest, den gibt's. Sehr gut, dann werden wir den auf jeden Fall mal besuchen. Haha. Aber nicht jetzt. Sachen sortieren, also zumindest so sortieren, wie man eben sortieren kann. Hier ganz viel Sandstein, freu dich drüber. Eine Menge, Menge hiervon. Ja, gut. Lass mal alles versuchen hier rauszuholen, was wir können. Weg damit. Und Monster-Shit. 12, 13 Enderperlen. Oh, das ist so gut. Das Monster Drop, das kommt eher so in diese Kiste hier. Ja. So wie das Divination Sigil. Jawohl. Das Ding ist leer. Hier gibt es noch ein bisschen was, und zwar Steinchen. Eine Menge Spawner. Einiges an Metallen. Iridium. Finde ich irgendwie auch cool. So, dies, das, jenes. Das wird eingeschmolzen. Und die kommen hier hin. Das kommt hier hin. Name Tag. Und Safari. Nein. Safari Ball. Das kommt hier rein. Auch das. Das geschmolzen, wie gesagt. Zack. Die Enderlilies. Ich habe übrigens auch die anderen, die ich gefunden hatte, hier mit eingepflanzt. Jetzt haben wir eine Menge, Menge Enderlily Seeds, die wir doch irgendwie alle zum Wachsen bringen müssen. Zack. So. Weg, weg, weg. Weg, weg. Weg, weg. Hier auch erstmal. So, so. Nein. Okidoki, fertig. Ist hier noch was drin gewesen? Nö, ne? Nö, nicht wirklich. Schön, das hatten wir. Und 50 Level haben wir auch. Das ist auch eine Menge. Menge, Menge. Haben wir. Können wir mal einen Experience Obelisk bauen? Kostet Solarium, Experience Rod und ein Casing. Das kriegen wir hin. Energetic Alloy. Habe ich, glaube ich, nichts mehr von. Energetik. Gold, Redstone, Glowstone. Glowstone hier. Oh, Schmelting. So, dann Eisen. Und Gold brauche ich auch, ne? Die Dinger kann ich auch nehmen. Damian Energetic. Okay, gut, auch gut. Ja. Eisenbars. Ne, nicht mehr viele. So. Kupfer. Solarium macht man aus Gold und Sol. Genau. Soul Sand. Gut, wo haben wir mein Soul Sand? Da. Du bist ein Magma Crucible. Du bist ein Induction Smelter. Dich können wir nehmen. Ah, du bist auch schon fertig. Schwubbidi-wubbidi. So, erstmal zwei Solarium für die Rod. Energetic. Solarium. Dann generell erstmal das Ding. Redstone fehlt. So, so. Nein. Okay. Doki und noch drei.
Was fehlt? Gar nichts fehlt. Gut. Experience Obelisk ist dazu da, um unsere Experience drin zu speichern. Ganz einfach. Stellen wir mal hier hin. Jetzt können wir hier rein. Einfach mal alles rein. Storen 50 Level. Jetzt können wir hier welche rausnehmen, ohne Verluste. Wunderbar. Wir haben hier eine fertige Ender-Lily-Seed. Wunderbar. Wie schaut's aus mit den Enderperlen? Zwei Stück noch. Sehr nice. Oh, wir können mal genau das hier abgeben gehen. Und das auch. Ja. Okay. Wenn ich mein Buch finde, dann ja. So, zack. Einmal die submitten. Und mehr habe ich erstmal nicht. Ja. Okay. Hopp. Und das hier rein. Zack. Sehr, sehr gut. Der kann zurück. Die können hier hin. Und so, jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt schnellstens an die letzten zwei Enderperlen? Au. Gute Frage. Habe ich nicht noch irgendwo ein oder zwei versteckt? Wer weiß? Ja, vielleicht. Ich befürchte nicht. Nö. Okay. Dann warten wir noch auf die Ender-Lily-Seeds. Auch gut. Und dann können wir bei der Gelegenheit einmal unsere Farm hier hinten erweitern. In die silberne Dimension mal verlagern. Was wir schon mal eigentlich beginnen können. Wobei nicht mehr diese Folge, aber nächste Folge versuche ich dann mal die. Wo ist denn jetzt hin? Die neue silberne Dimension. Da. Diese Dimension, ja, wandeln wir quasi um in die Seed-Dimension und dann gucken wir weiter. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!